Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. Schicksalsschläge bringen uns in Bewegung. Sie lassen aufhorchen, werfen Fragen auf. Auch Fragen wie diese: Warum lässt Gott das zu? Das haben wir gerade in diesem Theaterstück gesehen. Maike war so sauer, so enttäuscht, so wütend. Gott, ich bin so sauer auf dich. Du hättest es verhindern können. Du hättest ihn heilen können. Wir haben doch gebetet. Und dann ging es um die Frage, wieso manche Gebete nicht erhört werden. In dem Stück sagte Gott: Ich beantworte immer Gebete, die aus tiefstem Herzen kommen. Eine herausfordernde Antwort, wie ich finde. Und sofort regte sich Widerstand bei Maike. Ja, aber. Und ich glaube, uns geht es so ähnlich. Und an dieser Stelle bekam das Gespräch dann eine Wendung. Maike fragte: Woher solltest du wissen, wie schlimm es ist und wie weh es tut, wenn man seinen Vater verliert? Woher willst du wissen, wie es ist, wenn man nichts tun kann, nur zusehen, wie er stirbt? Antwort Gottes in diesem Stück: Weil ich zusehen musste, wie mein Sohn gestorben ist. Und nochmal hören wir ein Aber von Maike. Aber wieso musstest du zusehen? Du bist doch Gott. Antwort Gottes: Weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe und deine Mutter und deinen Vater. Wie hätte ich meinen Sohn nicht sterben lassen können, wo ihr doch nur so ewiges Leben erlangen könnt? Und dann bekamen wir so einen kleinen Einblick in das Herz Gottes. Und dieser Einblick öffnet uns das Geheimnis von Karfreitag und Ostern nochmal von einer ganz anderen Seite, denn Gott ist eben auch der ganz andere Gott. Ostern. Ostern ist Gottes Plus für unser Leben. Wieso? Weil das Kreuz leer ist und damit ein ewiges Pluszeichen in diese Welt aufgerichtet ist. Man kann Gott totschweigen, man kann ihn auch tot sagen, man kann über ihn lachen, man kann ihn in den Schmutz ziehen, man kann ihn auch ignorieren, aber kein Mensch wird verhindern können, dass Gott ein menschenverliebter Gott ist. Du wirst Gott nicht hindern, dich zu lieben. Er ist der Überraschende, er ist der ganz andere Gott. Beim Lesen von Philipper 2, Vers 5 bis 11 nach der neuen Genfer Übersetzung fiel mir einiges auf. Ich lese uns zuerst den Text und ihr könnt ihn gerne mitlesen. Das ist die Haltung, schreibt der Apostel Paulus, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wir gucken uns den Text von vorne an. Es geht um die Haltung Jesu, die hier in diesem Abschnitt beschrieben ist.
Und in dieser Haltung begegnet er uns Menschen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die uns Jesus Christus vorgelebt hat. Nun, um welche Haltung geht es da? Welche Haltung hatte Jesus? Er war zugleich König und auch Diener. König und Diener in einer Person. Wieso? Weil er uns nur so auf diese Weise erreichen konnte. Ich will das verdeutlichen. Jesus hatte ja alle Vorzüge, die wir uns nur in der Fantasie vorstellen können und in der Bibel nachlesen können. Schließlich war er im Himmel. An dem Ort, wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keine Katastrophen, kein Leid mehr gab, keine Schicksalsschläge, keine Wut, keine Verletzung, keine Enttäuschung, keine Demütigung, kein Problem. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Jesus hatte also den Himmel und war an dem Ort, wo viele von uns erst noch hinkommen wollen. Er lebte dort wie ein König. Und dann war der Plan seines Vaters, mein Sohn soll Mensch werden. Das heißt hier, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Einer von uns, Mensch unter Menschen. In einem Stall geboren. In Windeln lag er, in einer Krippe, mit Ochs und Esel. Das ist wahrlich nichts Königliches. Und kaum geboren musste er fliehen. Auch nicht gerade eine Luxussituation. Jahrelang war er abgetaucht und später sagte er, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Auch keine Königssituation. Oder denken wir an Johannes 13. Jesus band sich die Schürze um und wusch seinen Jüngern die Füße. Eine Arbeit, die damals nur Sklavenarbeit war, die niedrigste Arbeit überhaupt. Er war unser Diener. Und als Petrus sich weigerte, antwortete Jesus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Jesus diente seinen Jüngern. Er erniedrigte sich, wurde Mensch unter Menschen. Aber, so schreibt Paulus weiter, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus nahm Folterung, Spott und Hohn auf sich, trug das Kreuz, bezahlte mit seinem Leben den Preis an unserer Statt, damit wir leben können. Dienen, Erniedrigung, Knechtsgestalt. Jesaja sagte bereits Jahrhunderte vorher, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das alles ist übrigens sehr schön zu sehen in dem Film Die Passion von Mel Gibson. Der Unwerteste, der Verachtetste. Jesus starb stellvertretend für uns, weil er es wollte. Und weil er Menschen ermöglichen wollte, ihren Frieden mit Gott zu machen, mit Gott ins Reine zu kommen und eine Freundschaft mit ihm zu haben. Ja, sogar ewiges Leben zu bekommen. Deswegen starb er wie ein Verbrecher am Kreuz. Jesus, Mensch unter Menschen, der sein Leben gibt, um uns zu retten. Und jeder, der an diesen Jesus glaubt, für den steht die Tür zum Himmel offen. Und viele denken, was? Das ist Gott? Das ist Gott? So schwach,
so niedrig, so gedemütigt, so wenig herrlich? An den soll ich glauben? Wir wünschen uns doch einen völlig anderen Gott. Ein Gott, der so ganz anders ist. Ja, und das ist er auch. Die Bibel berichtet eben auch, Jesus ist auch König. Er handelt wie ein König. Denkt mal an die unzähligen Wundergeschichten. Da werden Kranke zu ihm gebracht und er spricht ein Wort und es geschieht und sie werden gesund. Er spricht mit der Vollmacht eines Königs. Ein Wort und es geschieht. Oder als einige tausend Menschen um ihn herum waren und es nichts zu essen gab, da brachten seine Jünger ihm 5 Brote und 2 Fische für die Verpflegung und jeder würde sagen, ey, das kann auf gar keinen Fall reichen. Bei 10.000 Leuten, das reicht nie. Er handelte königlich, er betete einmal kurz und ließ dann austeilen. Alle wurden satt, da war noch übrig, 11 Körbe. Und als jener Mann von Dämonen geplagt zu ihm kam, der eigentlich in Grabhöhlen lebte, der mit Ketten und Stricken gebunden war, als dieser Mann zu ihm kam, warf er sich vor ihm nieder und Jesus handelt königlich und spricht in Richtung der Dämonen und sie müssen weichen und fahren in die Schweineherde. Und natürlich, bei dem Prozess, der ihm gemacht wurde, als er von den hohen Priestern gefragt wurde, bist du Gottes Sohn? Da antwortete Jesus königlich, mit Würde, die nur ein König hat, du sagst es. Und auch Pilatus fragte, bist du ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Und später stand auf dem Schild am Kreuz Jesus von Nazareth, der König der Juden. In hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache, die Weltsprachen der damaligen Zeit. Sein Name steht über allen Namen dieser Welt. Und deswegen schreibt Paulus hier, deshalb hat ihn auch Gott so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Denn in seinem Namen liegt Macht, Kraft, Sieg. In seinem Namen ist alles an Macht gebündelt. Jesus sagte, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deshalb hier einmal einige Königstitel, die in der Bibel von ihm verwendet werden. Dieses Poster hängt seit Jahren in meinem Büro, ist auf Englisch, ich lese auf Deutsch diese Namen. Jesus, Messias, Gesalbter Gottes, Sohn des Allerhöchsten, Lamm Gottes, Heiliger, Geliebter, Heiland, Erlöser, Wundertäter, Heilsbringer, Immanuel, König aller Könige, Herr aller Herren, Retter, Bischof unserer Seelen, Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Eckstein, Morgenstern, Licht dieser Welt, Weg, Wahrheit und Leben, Haupt der Gemeinde, Anfang und Ende, Auferstehung und das Leben, Alpha und Omega, Prinz des Friedens, Löwe aus dem Stamm Juda, das ist unser Herr, Jesus, der Christus. Jesus Christus ist der ganz andere Gott, unser König und Diener. Und das ist das Ermutigende und Irritierende zugleich. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, schreibt Paulus hier. Und deswegen hier mal einige Impulse zum Weiterdenken. Auf einem Aufkleber stand, gelegentlich schafft ein Volk
Gott ab. Gott ist zum Glück toleranter. Als König könnte er sofort befehlen und ein Volk abschaffen. Tut er aber nicht. Stattdessen will er den größten Atheisten, den stärksten Kritiker gewinnen. Mit welcher Haltung kann er Menschen gewinnen? Doch nicht, wenn er befiehlt und spricht und einfach handelt allein, sondern vor allem mit Liebe, Geduld und Freundlichkeit. Und das tut Jesus. Er liebt Menschen, begegnet ihnen freundlich und ist geduldig. Und bei Menschen, die ohne Gott leben, steht er vor der Tür und klopft an. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern es heißt, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ein Gott, der königlich dienend uns begegnet. Und vielleicht steht er heute wieder neu vor deiner Tür und klopft an. Königlich dienend. Und er wünscht sich, dass du die Tür aufmachst und sagst, komm rein, Jesus, ich möchte mit dir leben und das Abendmahl feiern. Ein weiterer Impuls zum Weiterdenken. Wenn wir für Kranke beten, soll Jesus heilen. Das ist unsere große Idee von Gebet für Kranke. Und er soll dann bitteschön seine Königsherrschaft zeigen und natürlich den Kranken gesund machen. Und wir meinen, das ist der einzige, der Königsweg. Wir haben das vorhin in dem Theaterstück gesehen, wie Maike das erlebt hat. Und wehe, er macht es dann nicht genauso, wie wir uns das vorstellen. Dann sind wir sauer auf Gott. In diesem Stück und auch in der Bibel erkennen wir, wir verstehen nicht immer die Gründe, wieso Gott handelt, wie er es tut. Aber klar, er könnte als König befehlen und es würde geschehen. Aber ob das immer besser wäre? Und wenn er es nicht tut, dann kommt Gott uns so klein vor, so schwach, so hilflos, so ganz ohne Macht, so wie ein Diener, der eben nichts alleine tun kann. Aber ist es wirklich so? Ist er nicht wirklich der ganz andere König und Diener zugleich? Ich erinnere mich an Gespräche mit kranken, krebskranken Menschen, die mir sagten, Andreas, dieses Gebet gerade eben hat mehr bewirkt und war wichtiger und wesentlicher, als dass ich wieder gesund werde. Jesus handelt. Jesus antwortet, als König und Diener zugleich. Und ein weiterer Impuls zum Nachdenken. Jesus zeigt uns, welches die wahre Königsdisziplin ist, nämlich dienen. Vielleicht hätten wir gedacht, Wunder tun wäre die Königsdisziplin. Oder Hungrigen zu essen geben, Kriegen endlich ein Ende bereiten, den Mächtigen mal richtig sagen, wo es lang geht, ihnen mal zeigen, wer der Mächtigste ist und für alle sichtbar machen, vor allem prunkvoll, dass er regiert. Das ist natürlich auch alles richtig und wichtig und Jesus tut das. Aber Jesus tut das durch Dienen. Dienen ist seine Königsdisziplin. Er dient, er liebt Menschen vorbehaltlos, bedingungslos, offen, ehrlich, jeden. Das sind also alle eingeschlossen, alle auf dieser Welt, alle auf diesem Globus sollen es erfahren, dass sie geliebt sind. Und er gibt sich, er investiert sich, er umsorgt uns, er dient uns, er ist einfach für uns da. Für uns da, für dich und für mich. Und bevor wir selbst aktiv werden und dann irgendwelchen anderen Leuten erzählen und meinen, wir müssen irgendwas tun, ist, glaube ich, ein Aspekt ganz wichtig. In der Nähe Jesu dürfen wir einfach sein. Sein. Unter seinem Schutz.
Ich habe mir so vorgestellt beim Vorbereiten, das ist wie, wenn man beim König sitzt und es fehlt an nichts. Du darfst sein. Einfach sitzen und da sein. Und wenn der König unterwegs ist, dann bist du mit ihm gemeinsam unterwegs. Behütet, geborgen. Und wenn du gefallen bist, ist er der, der dich wieder aufrichtet. Du bist beschenkt, du darfst nehmen von diesem König, weil er hat reichlich, er gibt. Er ist für uns. Und als Jesus sagte, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch erquicken, euch Ruhe geben. Da wurde ich nochmal erinnert an dieses Wort. Erquickung meint im Grunde genommen eine Restauration der Seele. Das heißt eine Wiederherstellung. So, als wäre nie was gewesen. Jesus restauriert unsere Seele. Er stellt uns wieder her. Mal geht es ganz fix und wir stehen auf von Jesus in seiner Gegenwart und gehen und sind wiederhergestellt, gesegnet mit Kraft und Mut und Freude. Und mal ist die Wegstrecke länger. Und dann ist es ganz gut, täglich solche Momente zu haben, wo wir uns an ihn wenden und innehalten. Wo wir sein dürfen in seiner Gegenwart. Jesus erquickt uns. Das ist wie wenn du Wasser in der Wüste kriegst. Wie wenn du Brot des Lebens essen kannst und nicht verhungerst. Wie wenn du einfach gesegnet wirst von diesem König, der dir dient. Und dieser König, Jesus, er vergewissert uns. Es gibt nichts und niemand, der uns trennt von seiner Liebe. Keine Macht dieser Welt. Weder Hohes noch Tiefes, schreibt Paulus in Römer 8. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Engel noch Mächte noch Gewalten noch irgendeine andere Kreatur. Also überhaupt nichts für die, die an Jesus glauben, kann uns nichts trennen von seiner Liebe, die in Christus Jesus ist. Und manchmal denke ich, wieso gießt er eigentlich seine Liebe in unser Herz, wie Paulus in Römer 5, Vers 5 schreibt? Meine Antwort ist, damit wir niemals vergessen, dass wir wirklich geliebt sind, egal wie es uns gerade geht. Und diese Liebe, diese Fülle, die er hat, diese Kraft, die in ihm steckt, es ist dieselbe Kraft, die damals Jesus von den Toten auferweckte, und die dafür gesorgt hat, dass er heute zur Rechten unseres himmlischen Vaters sitzt. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Jesus ist König, also Erster. Und er dient uns. Stell dir das mal vor. Du darfst jeden Tag beim König dieses Universums Platz nehmen auf seinem Schoß und Zeit mit ihm verbringen. Und dann kannst du über alles reden, was dich bewegt. Und er wird dir dienen. Er wird dir aus seiner Fülle geben. Er wird dir helfen. Er zeigt dir den nächsten Schritt. Er ist einfach da. Diese Freude an diesem König kann dir dann Stärke sein, Kraftquelle. Und das hat er versprochen. In 1. Petrus 5 heißt es, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ich finde, Ostern ist ein großartiges Plus für unser Leben. Diese Welt wäre ärmer, schrecklicher, noch furchterregender, als sie eh schon ist, wenn es nicht dieses Kreuzeszeichen gäbe in dieser Welt, dieses Plus Gottes. Gott hat ein Zeichen der Liebe gesetzt, ein für alle Mal in dieser Welt. Und Jesu Königsdisziplin ist, Menschen zu dienen. Ich habe mir vor Jahren einen Text
mal aus dem Internet abgeschrieben. Ich weiß leider die Quelle und den Autor nicht, aber der Text hat die Überschrift: Jesus, du bist anders. Du stelltest dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Du kehrtest beim Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten. Du riefst die Kinder zu dir, als alle sie wegschicken wollten. Du vergabst Petrus, als er sich selbst verdammte. Du lobtest die Witwe, als sie von allen übersehen wurde. Du verjagtest den Teufel, als alle anderen auf ihn hereingefallen waren. Du versprachst dem Schächer des Himmels das Himmelreich, als alle ihm die Hölle wünschten. Du riefst Paulus in die Nachfolge, als alle ihn als Verfolger fürchteten. Du flohst dem Ruhm, als alle dich zum König machen wollten. Du liebtest die Armen, als alle Reichtum erstrebten. Du heiltest Kranke, als sie von anderen aufgegeben waren. Du schwiegst, als alle dich verklagten, verspotteten und auspeitschten. Du starbst am Kreuz, als alle ihr Passa feierten. Du nahmst die Schuld auf dich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen. Du erstandst vom Tode, als alle meinten, alles sei zu Ende. Jesus, ich danke dir, dass du anders bist. Amen.